die hilft ja nicht, stimmt ja weh. Die hilft ja nicht, ich kann bloß nicht mehr. Mit der Düse ist, dass man mehr Ding hat, oder? Ja. Mit der Düse, dann also, wie ihr wohl gemerkt habt, wisst ihr, glaube ich, bei wem ich bin. Bei der Familie Kuni, Speedway-Familie aus dem schönen Norden Bayerns. Sitzen noch gemütlich zusammen nach dem Abendessen. Das ist der Dominik, den kennen auch bestimmt viele vom Rennplatz her. Wer bist du denn? Dominik, seine Freundin. Und wie heißt du? Yvonne. Yvonne, ja, sie begleitet Dominik auch immer zu den Rennen. Ist auch immer an ihrer Seite. Und hier ist die Erika, meine Organisatorin, die Livestream MG bei jedem Rennen begleitet und dafür sorgt, dass es mir gut geht. Erika, wie fandest du dieses Jahr in deiner ersten Saison des Bahnsports? Super, einfach nur super. Du kennst den Speedway-Sport, glaube ich, schon aus deiner Kindheit, oder? Schon, ja. In den 80er Jahren. Und wo? Pfaffenhofen. Da warst du öfters bei mit deinen Großeltern, oder? Ja, mit meinen Eltern. Ah, okay. Also Speedway nicht unbekannt. Ja, jeder kennt ja die Frau Kuni. Oh nein. Also, wer sind Sie noch? Frau Kuni. Frau Kuni, wie süß, gell? Ja, wie kam es denn dazu, dass ihr uns eingeladen habt? Tja, wie kam es dazu? Ja, einfach so. Einfach so? Einfach so, ja. Und meine Arbeit im Bahnsport ist zufriedenstellend? Ist zufriedenstellend, genau. Super, freut uns. Also, ihr seht's, ich habe eine große Fanbreite. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Herrn Kuni finden. Das ist ein schönes Lagerfeuer. Da ist er ja. Oh, was denn? Also, ihr habt einen schönen Abend mit uns verbracht. Und das stimmt auch, oder so. Nee, aber wie siehst du das nächste kommende Jahr für den Julian? Puh, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Ist erstmal in Frage gestellt. Und das bringt die Zeit mit sich, denke ich mal. Ja, ihr wart ja dieses Jahr ziemlich viel am Trainieren, ziemlich viel im Ausland. Und wie sind da so die Trainings für ihn verlaufen? Ja, was heißt viel? Viel waren wir im Grunde genommen nicht. Wir waren bloß 2-3 Tage zusammenhängt und das vielleicht, ja, ich glaube, dass wir 4-mal waren unterwegs. Weil es richtet sich ja immer nach die Schulferien und das haben wir halt wahrgenommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Motiviert ist er zwar, wie verrückt, aber er muss mich halt überzeugen auch noch. Okay, aber ich meine, der Julian fährt ja ziemlich gut. Ich habe ja ein paar Videos von ihm gesehen. Und ich denke mal schon, dass er gut mit dabei sein wird nächstes Jahr. Tja, ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Der Wille ist seinerseits da. Da gibt es gar nichts. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Genau, auf jeden Fall bedanke ich mich sehr für diese Einladung. Hat uns sehr gefreut, dass wir heute bei euch sein durften. Und ich hoffe, dass der Julian nächstes Jahr gut mit dabei ist. Ja, ganz meinerseits freut mich, dass du die Einladung angenommen hast. Weil während der Saison kommen wir eigentlich gar nicht dazu. Und da ist eigentlich immer wenig Zeit. Und jetzt hat es einfach passt, sage ich mal. Ne? Und wie findest du meine Arbeit, die ich jetzt, sage ich mal, seit gutem Jahr im Bahnsport verrichte? Ja, finde ich eigentlich recht professionell und ziemlich neutral und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass du da, also würde ich jetzt mal sagen, keinen Liebling hast, der wo gut ist, den bewertest du gut und das finde ich ganz okay. Dankeschön. Ja, wir werden uns noch etwas gut gehen lassen bei den Kunis und dann werden wir auch irgendwann mal die Heimreise antreten. Ich habe auch ein kleines Interview mit dem Julian geführt. In der Werkstatt mit der Maschine, da haben wir so einiges erklärt, gerade weil ich ja das Video auch auf andere Seiten teile.
haben wir halt für Quereinsteiger ganz kurz erklärt, worum es in diesem Sport ankommt und warum, weshalb die Maschine so aufgebaut ist. Ja, ich verabschiede mich mal erstmal von euch. Ihr werdet später die Videos dann sehen. Auch von heute Nachmittag, wo es noch ein bisschen heller war als jetzt, durfte ich halt in den Genuss kommen, wieder auf so eine Maschine zu sitzen. Und ich sage euch, die Vibration ist einfach nur endgeil. Ja, für mich ist der Zug leider abgefahren, aber ich hoffe, dass der Julian nächstes Jahr eine schöne Saison vor sich hat und auch erfolgreich. Und ich denke mal, er wird es, weil, so wie ich das von den Videos gesehen habe, bei den Trainings, er hat auf jeden Fall Talent. Und ich drücke ihm vom ganzen Herzen die Daumen, dass er gut durch den Sport durchkommt nächstes Jahr und wir werden es sehen. Man kann ja jetzt noch nicht so viel sagen. Er freut sich auf jeden Fall, dass er mit der 500er nächstes Jahr wieder Rennen fährt. Und ich werde wahrscheinlich bei manchen Rennen dabei sein, entweder mit Livestream oder auch nicht. Ihr wisst ja, wie es ist. Akkreditierung kriegt man nicht immer. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ihr hört es von mir. Euer Michael Gabel, Livestream MC. Ciao.